Hallo liebe Bewohner und damit hallo Leute, mein Name ist Sozial Insorg und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, eigentlich noch ein Teil des Karnevals-Events, allerdings nehme ich das jetzt 3 Tage später auf, nach dem Event. Und ja, trotzdem werden wir heute einrichten mit meinem Main-Account. Also die Special-Folge. Es ist Donnerstag, der 28. Februar. Heute gibt es eigentlich keine Neuigkeiten, aber ich habe gestern meine Lieblingssocke erneut gefunden. Erstmal ein Hänger. Ja, das waren nicht keine richtigen Neuigkeiten, aber was soll's. Viel Spaß euch allen. So, ausnahmsweise gehen wir mal zur Abwechslung mit unserem anderen Account, Sozialer, in die Folge. Hier auch wieder eine Menge Briefe bekommen. Hier hat mir was gegeben. Ach ja, meine Tasche ist voll mit allen möglichen Karnevalskram. Für alles vorbereitet. Und zwar nicht weit von hier, deswegen starten wir auch wieder am besten. Wenn man googelt. Und zwar hier habe ich schon alles für euch vorbereitet. Wir kriegen ja keine Karnevalsdeko, kein Konfetti oder so diesmal, allerdings machen wir trotzdem unsere Karnevalsort. Alle Items sind bereits in meinem Inventar, alle die Items, die nicht in den Inventar gingen, habe ich in den Kleiderschrank gepackt. Werde ich dort abholen. Also die Kleidung. Beginnen wir nochmal mit dem Wichtigsten, gleich zum Start. In die Mitte kommt der Karnevalswagen. Angeschaltet. Wir richten mal in dem Video also einen Teil ein und werden dann noch gucken, was wir so machen können. Karnevals zum Lande kann hier platziert werden. Haben wir jetzt nächstes die Karnevalsbühne. Die kommt mitten rein. Selbstverständlich. Und hier sollen wir genau tanzen können. Dann ist besser. Wenn Bewohner diesen Ort betreten. Ja, es ist kalt, selbstverständlich. Dann als nächstes die Konfetti-Maschine. Platziere ich am besten hier hin. So. Dass man voller Kanne Konfetti abbekommt auch noch. Schade, dass ich nur eine bekommen habe, aber man kann nicht alles haben. Und die Karnevalsflagge. Platziere ich hier an der Seite. Oder halt, ich platziere sie. Zu nah am dran stehen. War ja jetzt 3 Parts Arbeit, das ganze Zeug zu bekommen, tatsächlich. Ich unterschätze niemals so ein Event, sag ich da nur. Bald kommen auch die ganzen Mario-Updates. Gestern gab es ja die Direct und mit einer Menge interessanter Kram, wie zum Beispiel. Natürlich Miitopia, Splatoon 3, der Zelda-Port von Skyward Sword, der interessante Smash Fighter, der auch mit dem nächsten Part am Samstag schon zu sehen sein wird, allerdings erst im März uns dazu joint, vermutlich gegen Finale. Oh,
oder den Livestream. Mal schauen, wann er zujoint. Und ja, mehr Fighter werden wohl nicht in der Vergleichsliste bekommen, aber hier geht es ja um Endcrossing. Und die Mario-Items bekommen natürlich auch so einen Ausstellungspunkt. Aber ob ihr nochmal sowas sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich dachte, ich mache es mal. Hier ist der Karnevalstand. Kann ich ein bisschen so schieben. Denn auf den kommen unter anderem auch die Regenbogenfeder. Feder. Ja, so sollte das eigentlich nicht passieren, aber naja, von mir aus dann eben so. Kann ich auch nicht ablegen, ja, da muss ich irgendwo hin, wo ich noch Platz ist am Ende. Ich muss ja auch noch die ganzen kleinen Stücke einsammeln. Jetzt ist der Karnevalsschirm. Ja, den kann ich gleich daneben platzieren, denn der passt zur Einrichtung. Come on! Sissi? Das war der Falsche. Braucht anscheinend ein bestimmtes Spawnfeld und dann kann man ihn erst schieben. Alles klar. Und das nächste ist die Ballonlampe. Warum hat das Ding wieder Aufnahmeschwierigkeiten? Den Ballon platzieren wir mal hier hin. Man konnte die Sachen in verschiedenen Farben bekommen, allerdings alle zusammen. Nun ja, das hätte zu lange gedauert. Ich wollte drei Parts sind schon mehr als genug für das Karnevalsevent gewesen. Das ist ein Bonus, den wir jetzt nutzen, um eben das Ganze ordentlich zu sortieren. Hier ist auch eine diese Karnevalslampe. Ne, die hat nur diese eine. Dann müssen wir es halt so machen. Ich bin schon wieder zu nah. Ach, come on! Hier kann noch der Schirm hin. Die Kleidung machen wir gleich anders. Und zwar hier hin. Plus die Federn müssen noch abgelegt werden. Die legen wir mal hier ab. Gelten ja als Müll. Allerdings gehören die auch zur Deko. 5 Sterne werde ich sowieso nicht niemals erreichen. Ja, es hat etwas gedauert, allein die Vorbereitung hier zusammenzubauen. Wäre natürlich cool, wenn jetzt so ein Bewohner reinkommen würde und tanzen würde. Wir schnappen uns nochmal kurz die Leiter und holen uns die ganzen Outfits aus dem Lager, die ich vorbereitet habe. Ich habe sie allesamt noch am demselben Tag gekauft und eben platziert. Hat einen ganzen 99 Sterne gekostet insgesamt. Für alle, die sich fragen, wie viel das mich gekostet hat. Eine Menge auf jeden Fall. In Animal Crossing Währung. Oh, super, ich habe gerade Granaten. Das kommt davon, wenn man das Spiel lange nicht mehr spielt. Ach, das war nur eine. Yippie! Die nervigen Charme sind Geschichte. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Ja. Und zwar wollen wir in
Das Inventar in Kleidung. Dort all die Karnevals-Outfits ins Inventar nehmen. Wo sind die denn alle? Gelandet. Eine Menge Kiomos. Noch mehr Kiomos. Da sind die Karnevals-Outfits gelandet. Persönlich würde sowieso nie so ein Outfit anziehen. Die sehen auch sehr komisch aus. Ja, ich habe eine Menge Outfits auf meinem Hauptaccount. Wo sind jetzt all die Karnevals-Kopfbedeckungen? Da sind sie. Es gab genau 4. Das sind alle Karnevals-Items, die ich einsammeln konnte. Ich vermute, ich habe alle. Mein Inventar ist wieder mit Kleidung und allem drum und dran gefüllt. Na super. Da fällt mir ein, wenn wir schon mal hier in meinem Hauptaccount sind, könnten wir auch mal hier als Special eine Roomtour machen. In meinem Haus. Also vor finishen wir die Karneval Collection. Ich wollte das doch gar nicht anziehen. Ah, nee, schon. Besser. Okay, das erste ist das rote. Eigentlich wollte ich so eine Reihe machen, aber das geht da wohl nicht. Deswegen habe ich einen anderen Plan. Ihr ahnt bestimmt schon, was ich vorhabe. Oh, come on. Hier ist aber auch genau. Platziert. Da ist mehr als genug Platz. So, und das wieder. Veräppeln. Und jeweils die Kopfteile davor, selbstverständlich. Und daneben ist auch vorbei. Der ist richtig gelandet. Teile gehören eigentlich hauptsächlich zu den Leitern. Jetzt zum Abschluss noch Trachten platzieren. Die müssen auch nicht unbedingt besonders platziert sein, denn die sind hauptsächlich der Müll. Wollen aber schon in die Richtung zeigen. Genau, für einen fehlt der Platz. Wo oder über da lang.
oder dahin platziert werden, da eben kein Platz mehr vorhanden ist. So, das ist die komplette Karnevals-Collection. Wir haben sie komplett. Natürlich gibt es sie noch in verschiedenen Farben, allerdings die Haupt-Items haben wir komplett. Wir können die bestimmt noch umbauen und alles drum und dran. Und ja, folgenden Part haben wir dafür gebraucht. Dann würde ich noch sagen, gehen wir noch zum Finale eine kleine Roomtour. Nach der Woche wird wohl das nächste Mal mit Folgen diesen von Mario Items sein, die ich bestellt habe. Hier ist auf jeden Fall mein Mainzimmer. Ich habe das schon sehr lange, mit allem drum und dran. Eine Menge Zeug habe ich da gesammelt. Ja, auch so ein Lily-Outfit und so. Hatte ich alles, hauptsächlich zum Start schon. Ich vergaß, dass man jetzt schlafen kann. Schon damals war das Set hier, war eben der Startraum. Jetzt so noch ein Riesenbild von Jakob, das ich vergessen habe. Dann hier mein kleines Musikzimmer. Mit verschiedenen Musikinstrumenten und so. Es war der erste Raum, der richtig entstanden ist. Hier Kartons und ein Outfit rumliegen. Ich habe nicht viel an diesem Raum verändert. Diente eher als eine Art Mini-Abstellstelle zum Start. Der nächste Raum ist der Raum, wo ursprünglich mal mein Main-Raum drin war. Jetzt allerdings da drin ist nur noch das Schlummerbett zum Schlafen. Früher war da der Raum, der gleich oben ist, vorhanden. Als nächstes dieser Raum. Hier soll die Meerjungsfrauen-Einrichtung entstehen, also die, die man sammeln kann. Allerdings habe ich momentan noch nicht allzu viele Items bekommen. Schade drum. Unten ist eigentlich nichts Wichtiges. Da war eigentlich mal was geplant, allerdings habe ich es gecancelt, das Ganze. Als die Switch dann mehr benötigt wurde. Oben ist jedoch mein Glanzstück. Und das ist eigentlich der einzige Raum, den ich so richtig benutze. Mein Japanzimmer. Und das ist mein persönlicher Lieblingsraum. Hier mit den Kiyomos, dem Kiyomo-Teppich, verschiedenen Essen, Teeservice, den klassischen Bett, hier die drei Trophäen vom Museums-Event, ein schönes Poster und hier so dein ADS-Zeichen. Es ist mein persönlicher Lieblingsraum und ich feiere den Raum sehr gerne. Ja, man kann ich nur noch sagen, das war's mit dieser kleinen Spezialfolge mit Sozialer am Start. Die nächste Folge wird mit Dilly wieder am Start sein und was da kommt, weiß ich tatsächlich noch nicht. Wir werden mal sehen, was es da gibt. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst Nauda und bye.